Yo! Heute versuche ich endlich God Bridgen zu lernen. Um das Ganze allerdings etwas spannender zu machen, habe ich mir ein Zeitlimit von 60 Minuten gegeben. Kann ich God Bridgen so schnell lernen? Bleibt auf jeden Fall dran, um es zu erfahren. Und falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und jetzt, viel Spaß. Ich übe momentan God Bridge. Und, ich weiß nicht, ich übe das momentan so jeden Tag 5 bis 10 Minuten. Und ich will es jetzt endlich ordentlich hinkriegen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt eine Stunde übe, kann ich das theoretisch einigermaßen gut. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Wir machen einfach mal eine Line. Nice Line. Wir müssen erstmal hier eine Line hinkriegen, okay? Das ist wichtig. Aber die kriegen wir, glaube ich, schnell hin. Erstmal habe ich es endlich gelernt, beim Sprung das getimed hinzukriegen. Sonst habe ich es immer so gemacht. Nicht so. Da habe ich dann einen Long Abuse gemacht bei dem Sprung, weil dann kann ich nicht runterfallen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt das Timing raus. Ich sollte eine Handcam auch anmachen, oder? Das wäre smart. Okay, jetzt haben wir noch die Scuffed Handcam mit dabei. Und mit der Scuffed Handcam schaffen wir jetzt instant eine Line. Oh Gott, meine Hände sind schwitzig jetzt. Ich bin nervös. Ich schwöre, wir sind gleich Profi. Das ist Gorbridge. Lol, als ob es geklappt hat. Es gibt einen Gorbridge-Song, by the way. Den hat mir ein Zuschauer empfohlen, der ihm dabei helfen soll zu Gorbridge. Wir machen den einfach mal an, glaube ich. Vielleicht hilft er mir. Ich habe ihn sogar schon gesehen. I made a song that helps you Gorbridge. Kriege ich dafür einen Copyright-Strike rein? Ich mache die 1-Stunden-Version an. Pass auf, das sieht so aus. Dann Gorbridge der erst. Und dann macht er da so einen Song raus. Das soll mit dem Timing helfen. Aber mir hat das irgendwie nicht geholfen. Ich habe das ein paar Mal damit versucht. Da. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. So gut bin ich mit Song. Man muss halt beim richtigen Moment einsteigen, weil da ja auch die Pause vom Gorbridge, vom Jump drin ist. Oh mein Gott. Real Talk, ich find's noch schwieriger damit. Aber wobei, wenn man einmal zum richtigen Moment einsteigt, geht's, glaube ich. Oh, oh! Das bringt mir nicht so viel. Aber es ist gute Hintergrundmusik. Nein, ich dachte, ich hab's. Ich hatte den Song im Kopf. Ich glaube, wenn man den Song im Kopf hat, hilft der einem tatsächlich. Aber wenn ich ihn gleichzeitig höre, diesen Gorbridge-Song, dann bringt mir das nichts. Aber ich glaube, im Kopf schon. Da, nur dank dem Gorbridge-Song. Das ist ein Ohrwurm. Da, siehst du. Ich kann ja eine Safe-Line versuchen mit Pausen mittendrin. Ich glaube, wenn ich Pausen mittendrin mache, dann müssen wir es hinkriegen. Wenn ich immer nach dem Sprung pausiere, dann schaffen wir es anscheinend auch nicht. Egal, ich will es direkt schaffen. Mach mal so Butterfly-Sprung-Gorbridge. Mit Butterfly kriege ich kein Gorbridge hin. Ich Butterfly nie auf der rechten Taste. Ich habe Real Talk dreimal in meinem Leben auf der rechten Taste gebutterflyt. LOL! Nein! Komm, lass mich eine Line schaffen. Ich habe es bis jetzt dreimal geschafft, da hinten anzukommen. Einmal war ja das erste Mal wieder mit euch im Stream, im 12-Stunden-Stream. Let's go! Oh, Junge! Und zweimal habe ich direkt geschafft, als ich letztens, als ich vorgestern das abends versucht habe. Oh, yes! Endlich, Alter! Das war, ich habe ultra reingechoked mit drin, aber wenigstens ist das erste Mal jetzt angekommen. Let's go! Das war das vierte Mal in meinem Leben. Easy. Direkt nochmal. Shit. Junge, manchmal springe ich einfach und place dann so einen Block da drunter und ich weiß nicht, was ich da verkacke. Also ich falle ja nicht runter dabei, das ist okay, aber es ist halt mega weird. Kann man was mit dem One-Click reißen? One-Click-Gorbridge geht. Ich habe mal One-Click-Gorbridge ein Tutorial zu gemacht, das auf One-Click-Gorbridge. Da, 3 Blöcke. Aber One-Click-Gorbridge ist wirklich ein Krampf und der Sprungpart geht, glaube ich, auch nicht. Zumindest habe ich ihn, mit Sprung habe ich nie, mit Springen habe ich es nie geschafft. Letztens habe ich gesehen, wie Leute Telly... Das meint er nicht ernst. Ich wollte es gerade sagen, ich habe letztens gesehen, wie Leute Telly-Bridge geübt haben. Ich dachte mir so, Alter, komm, ich will nochmal eine Telly-Bridge-Line sehen. Oh mein Gott. Okay, ich mache auch Telly. Ich habe gar keine Ahnung, wie das geht. Kannst du mir Tipps fürs Gorbridge geben? Ich übe es ja selber noch, aber was ich schon mal entspannt finde, was ein bisschen vielleicht wie Cheaten ist, ist die DPI komplett runterstellen. Und zwar habe ich ja eine DPI-Taste und ich habe es mal eingestellt, wenn ich meine DPI umstelle, ist die ultra low. So verrutscht man nämlich, also so kann ich fast gar nicht verrutschen. Ich kriege immer die Hälfte jetzt ganz gut hin, aber danach fliegen wir runter. Ich finde es auch mega schwierig zu reden, während man Gorbridge, dann verkackt man irgendwie das Timing. Was ich gemacht habe ist, um mir das Timing zu merken, habe ich mir einfach Leute angeguckt, die Gorbridge machen. Es gibt so Gorbridge ASMR-Videos oder halt einfach Gorbridge-Tutorials und du achtest einfach nur auf das Abuse-Timing und hast das einfach im Kopf wie so einen Rhythmus dann. Wir brauchen gleich nochmal den Gorbridge-Song, Leute. Okay,
Okay, wir haben jetzt nochmal mit Long Abuse ein bisschen gemacht bei den Sprüngen. Klingt jetzt dumm, weil ich die ganze Zeit verkacke, aber eigentlich ist es, glaube ich, nicht so schwer. Also, wenn man einmal das Timing raus hat und das Abuse hinkriegt, dann ist es, glaube ich, WTF, was mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott, hätte das geklappt, ne? Dann ist es, glaube ich, einfach nur noch Übungssache. Und ich glaube, dann bringen einem Tipps auch nicht mehr unbedingt so viel. Oh, by the way, wenn ihr anfangt zu Gorbridgen, jemand hat ja von nach Tipps gefragt, ich finde es sogar nicer, das mit Singleplayer zu machen, wenn man anfängt zu üben, weil ich habe zum Beispiel am Anfang oft... Nice Welt. Ich habe es hier in der Welt am Anfang erst geübt, weil man dann sieht, ob man veraimt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Line mache und dann runterfalle und mich dann nicht bewege, meine Maus nicht bewege und einfach mich wieder auf den Block stelle und so hier hingehe, sehe ich, ob ich veraimt habe oder nicht. Jetzt ist mein Mauszeiger noch so, aber wenn ich veraimt hätte, wäre jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, würde jetzt hier zeigen. Und ich finde, das ist ein guter Weg, um herauszufinden, ob man veraimt oder nicht. Weil wenn man auf den Server spielt und dann runterfällt, dann ist der Mauszeiger wieder komplett woanders. Ich weiß nicht, also ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem F3-Tipp umzulernen. Wir können es jetzt einmal ein paar Mal hiermit machen, aber ich glaube, dass es geiler ist, das direkt richtig zu lernen, ohne dass man immer perfekt anvisieren muss und so. Weil in der Runde habe ich eh keine Zeit dafür. Das wäre minus 135. Ich stand kacke. Ich bin zur Seite gelaufen aus Versehen. Minus 135. Da, ich weiß nicht, es macht für mich keinen Unterschied. Also ich krieg's genauso schlecht oder gut, je nachdem wie man will, hin, als wenn ich es ohne mache. Und es dauert viel länger, die ganze Zeit da dran zu zoomen. Ich aim aber ganz gerne, um ehrlich zu sein, auch nicht zu weit oben an. Weil bei mir ist immer noch das Problem, dass meine Maus noch ein bisschen verrutscht. Und je länger wir Gorbridgen, desto mehr veraim ich eh nach oben. Und wenn ich dann zu weit oben am Anfang ansetze, dann lande ich irgendwann über dem Dingens hier und dann kann ich nicht weiter Godbridgen. Deswegen aim ich eigentlich nicht gern ganz an die Kante. Hat wer Godbridge-Tipps? Nee, danke für den Tipp. Ich soll ihm zugucken. Okay, zeig mir Godbridge-Tipps. Zeig mir bitte. Wie lerne ich Godbridge? Schieß los. Oh! Nice, soweit komme ich auch. Wow! Habt ihr das gesehen? Fastbridge 360? Oh mein Gott, die neue, schnellste Bautechnik. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da wird mir schwindelig bei. Wie macht er das? Er ist zu gut. Der hat, glaube ich, nicht mal gefastbridge, oder? Ihr kennt Bobbridge nicht. Ne, kenne ich nicht. Ist das Bobbridge? Ich zeige euch die neue beste Bauer. Seid ihr ready? Hallo, warum klickt die Maus? Okay. Warte, DPI kurz umstellen, so. Oh mein Gott, ist das insane. Zack. 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 Nur 40 Sekunden. Das ist die schnellste Bauart ever, ich sag's euch. Na! Na, schon wieder, Junge! Back to back. Ich habe aber mit Long Abuse noch gemacht. Junge, es kann doch nicht sein. Lass mich doch noch einmal ankommen. Ich geh schräg zur Seite, das will keiner. Oh mein Gott, ich habe versucht zu korrigieren, aber das geht nicht. Kannst du Breezy? Nee, ich habe Breezy noch nie versucht. Breezy geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist das mit dem zur Seite gehen, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, um ehrlich zu sein. Warte, was muss ich drücken? Ah doch, das geht eigentlich, oder? Ich habe mir noch nie einen Breezy-Tutorial angeguckt oder sonst was. Breezy finde ich mega weird. Okay, so geht das, glaube ich. Das könnte man, glaube ich, easy lernen. Aber das ist komplett... Also, ich finde es komplett weird. Das ist zu viel für meinen Kopf. Da muss ich mehrere Tasten abwechselnd drücken. Das kann ich nicht. Was macht er die ganze Zeit, hä? Sichtschutz. Wisst ihr, das ist der Nachbar immer, wenn ihr wenn ihr eine Klausur schreibt oder eine Arbeit und das ist euer Sitznachbar, damit ihr nicht abschreibt. Wait, man kann auch Wolle auswählen zum Bridgen? Pass auf, mit Wolle kann ich das. Wie geil. Na! 2,89 €, wenn du einen Gold bis zum Ende bei Short schaffst in 3 Versuchen. Oh boy, okay, ich habe 3 Versuche für Geld. Let's go! Oh mein Gott, jetzt bin ich nervös. Moment. Nein! Okay, 2 Versuche. Na, das zählt nicht, oder? Ah, shit, 1 Versuch noch. Na, ich bin schon wieder gelaufen am Anfang. Okay, egal. Hab's nicht geschafft. Hab's nicht geschafft. Das wird der Try. Okay, gleich kommt der Drop. So cool gewesen. Aber ey, ich bin mit meinem Job angefangen wenigstens, Mann. Shit, ich darf nicht sneaken dabei. Ah, ich rutsch zur Seite! Ich hab versucht zu korrigieren, weil ich bin langsam abgerutscht. Ich hätte es geschafft. Ich hab einmal aus Versehen korrigiert. Nein.
Nein, wie knapp. Jetzt mal Real Talk Gorbridge üben, macht so süchtig. Wir machen das jetzt seit 55 Minuten. Ich dachte, ich höre nach 20 Minuten auf, weil ich keinen Bock mehr habe. Aber ich könnte das noch den ganzen Tag machen, aber wir hören gleich auf. Guck, ich veraim nach der Zeit. Das ist mein Problem, ich veraim je länger, also ab und zu, je länger ich das mache. Gerade habe ich irgendwie auch so OP-Grip und, OP-Grip. Gerade bin ich irgendwie Step-Bro, I'm stuck auf der Maus und dadurch verrutsche ich noch mehr. Irgendwie ist der Grip zu krass gerade. Wir spielen jetzt auch eine Runde Hypixel Bad Wars zusammen, machen da ein bisschen Godbridge, würde ich sagen. Aber auf Bad Wars, Hypixel Bad Wars soll das, glaube ich, schwieriger sein. Wir machen mal eine private Runde, nur mit euch. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber angeblich kommen weniger CPS dann auf Hypixel. Die werden zwar hier alle angezeigt, aber angeblich gehen die nicht alle durch. Ich weiß es nicht genau. Junge, jedes Mal, sobald ich es in der Bad Wars Runde mache, bin ich wieder Trash. Der Mate hat jetzt schon einen Weg hier gebaut. Jetzt muss ich noch ein kleines Stück dahin Gorbridgen. Wir machen Only Gorbridge. Only Gorbridge Challenge. Let's. Meint er nicht ernst? Wollte er mich spleefen, Alter? LOL. Als ob der durchrennt. Guck mal, das passiert auch nur in Zuschauerrunden. Niemand in einer normalen Runde würde das machen. Hat er mit Stein eingebaut? Weil warum willst du eine, warum machst du einen Bettentrade jetzt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum killt er mich nicht? Auch noch ein Bett, du. Hätte ich das mal eher gesehen. Ich dachte, er hat noch ein Bett. Lol, Grün ist sogar gestorben. Vor allem, mir fällt gerade ein, ich mach doch die Only Gorbridge Challenge. Wenn ich jetzt runterfalle beim Gorbridge, bin ich tot. Das ist mein einziger Grund in Bad Wars, das kannst du mir nicht antun, Mann. Hat er noch ein Bett? Ja, hat er. Tschüss. Ah, nein, ich hab veraimt. What? War hinter mir noch jemand? Wie ist der eine Hit passiert, mit dem ich zu ihm hingeflogen bin? Ja, okay, Team Weiß war noch hinter mir, deswegen bin ich gestorben, lol. Nach dem Stream habe ich dann kurz noch ein bisschen weiter geübt und habe einfach das hier geschafft. Allerdings war das mein bester Try bis jetzt und ich habe das seitdem nie wieder hinbekommen. Aber, naja, klickt gern hier drauf, Freunde, da findet ihr eins meiner letzten Videos. Da habe ich mit einer alten Büromaus gespielt, auch Gorbridge mit dieser Maus ein bisschen versucht. Abuse um Butterfly ging tatsächlich ja drauf, war sehr, sehr lustig, von daher klickt da gerne drauf. Ich bin jetzt erstmal raus, ciao.